Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Kena Bridge of Spirits, bei Alles Furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir sind im, das muss ich selber mal schauen, im vergessenen Wald. Hier geht's weiter. Wir waren beim letzten Mal auf dem Rusuberg, da ist auch noch ein bisschen was zu erkunden. Haben wir auch noch nicht alles gemacht. Aber die Geschichte geht jetzt erstmal beim vergessenen Wald weiter und da würde ich jetzt einfach heute erstmal wieder ansetzen. Wir müssen, so war die Geschichtserzählung beim letzten Mal, ein paar Schreine wieder herstellen oder aufstellen. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach. Schau mal ganz kurz, weil wir können ja hier auch ein bisschen schwimmen. Ne, das ist aber alles hier. Hier geht es erstmal nicht weiter. Ja, und unsere kleinen Rots, die schwimmen uns da auch so tapfer hinterher. So, dann gucken wir uns mal hier um. Komme ich hier drüber? Da komme ich jetzt hin. Ah, ja. Da schauen wir dann an. Gibt es wieder Loot. Und was zum Mampfen. Aber nicht für alle, wie es ausschaut. Also wer zu spät mampft, dem bestraft das Leben. Schau ich mal ganz kurz. Da müssen wir, glaube ich, erst was aktivieren. Oh. Stichwort aktivieren. Vielleicht auch deaktivieren. Sieht ganz stark danach aus, als wenn uns da mal wieder ein... Oh, gleich einen großen. Oh, okay, den Flieger haben wir schon weg. Jetzt kommen da nämlich noch welche, die hier... Oh, wow, wow. Bah! Doch nicht so. Doch nicht so. Okay, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Den Flieger haben wir zumindest schon mal. Oh, die machen Friendly Fire? Moment mal. Autsch. Hör mal, ich drück doch ein. Ich lass doch eigentlich immer den Schießbutton noch vorher los. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Jetzt aber. Komm, auf! Mach den doch mal. Okay, ich hab den Großen erwischt. Und wir haben da noch eine Heilung. Kann ich die Heilung noch? Wir nehmen die Heilung noch mit. Ich weiß nicht, was da noch auf uns warten wird. Da gibt noch eine kleine Weg hier weg. Da kommt Nachschub. Na komm, ich lass doch los immer eher. Was ist denn da hier? Weiß ich nicht. Oh, warte, wir müssen mal hier Sachen einsammeln. Ich wollte vielleicht mal den Großen hier ein bisschen... Ah! Das ist der letzte? Es war der letzte. Okay. Gut, da haben wir wieder eine große Knospe, die wir hier auseinandernehmen können. So, an die Arbeit, Rotz. Er ist schon wieder auch hier.
snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Ah, da war noch was. Was war denn hier oben? Ach, der, ach, das Glimbim da oben, was da rumhängt. Das konnten wir jetzt auch. Und was passiert, wenn ich jetzt nicht hier da hoch? Das geht nur, wenn ich erst woanders hingehe. Ne? Da ist hier noch ein Rätsel in der Nähe. Oh, ich sehe da noch eine Kiste. Wie kommen wir denn dahinter? Was ist denn hier? Ach ja. Das ist ein neuer Helm für die Rotz. Ganz viel Wasser hier. Ich schaue mich gerade mal so ein bisschen um, ob ich da noch irgendwas erkennen könnte, was man auf die Schnelle noch looten kann. Ansonsten machen wir einen kleinen Schwimmkurs erstmal. Da hinten ist auch noch was, oder? Da ist noch eine Treppe. Oh, da ist noch ein Stein auf jeden Fall. Da wird auch noch ein Rotz sein. Nein, da ist kein Rotz. Wofür brauchen wir den Stein jetzt wieder? Ich würde jetzt mal behaupten, der muss hier mit hin. Wenn wir hier schon die Markierung auf dem Boden haben. Das hat aber noch nicht gewirkt. Ach, wir haben aber hier noch einen. Wo muss der denn hin? Ach, da ist auch noch eine Markierung. Alles klar. Okay. So. Jetzt sollte das. Ich denke mal, das ist auf der Dom hier. Reicht immer noch nicht? Fehlt uns denn dann noch? Stehe ich einfach nicht ganz mittig? Hm. Ich guck mal noch rum, ja. Vielleicht ist. Ach, Moment mal. Könnte das hier gewesen sein? Ja, okay. Man sollte sich vielleicht auch auf den Schalter stellen, damit hier was passiert. Jetzt können wir nämlich auch hier den Schrein freimachen. These shrines were built on places of power. Their stones are buried deep, connected to the flow of energy beneath the ground. Wofür soll ich den jetzt hier einsetzen? Ist so gar keine Verrottung mehr, die man hier wegmachen könnte. Was mich wundert. Da hinten ist doch noch was, oder? Das sieht aus wie so ein kleines Tor. Mit dem kann man da mal gar nicht interagieren. Hier ist noch mehr davon. Wie nennt man das? Ist das hier Feng Shui? Diese Steine da so aufzubauen? So, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich am Ende des anderen Ufers da hinten auch noch so einen Schrein finden.
Und apropos. Achso, wir haben nur 95 Karma. Das ist ja mal praktisch beim Abschließen. Beim Abschießen eines gebundenen Feindes spaltet sich der Pfeil und schädigt Feinde in der Nähe. Das heißt, wenn ich mit dem Rotz quasi den dann so ja, beschäftige, indem sich die auf ihn stürzen, dann. Was ist hier? Ja, dann geht der Schuss quasi dann auf alle anderen Feinde noch mit über. Ich merke schon, auch die ganzen Challenges, die dann halt so existieren, wird man wahrscheinlich gegen Ende des Spiels viel leichter absolvieren können. Einfach nur, weil man dann mehr Fähigkeiten hat. Hier ist auch noch was. Achso, da sind wir jetzt wieder zurückgelaufen. Moment, Moment. War denn hier die an. Ach, der dampft schon gar nichts mehr? 1, 2. Oben ist noch einer. 3. Dann ist auch noch einer. 4. Oh, ich glaube, die muss ich alle innerhalb von einer bestimmten Zeit machen. Sonst haut das nicht hin. 1, 2, 3. Und wo war die Nummer 4 jetzt gleich? Da oben war die Nummer 4. Ah! Hier, Viecher, hier. Lass doch hier erst immer den rechten Stick los. Warum schießt denn der nicht? Irgendwie so ein bisschen. Hm. Okay, jetzt haben wir hier zwei von denen getriggert. Holen wir uns erstmal die Beute. Oder wir müssen die wieder aktivieren, um hier nochmal was zu triggern, dass es quasi so Wellen sind, die da kommen. Ich check's nicht. Ach, da hängt jetzt aber eine Fahne. Oh, da oben sind nur noch Baumhäuser. Da kommt man sogar irgendwie hin. Okay, dann gehen wir erstmal weiter hier. Vielleicht ist es hier auch gerade noch ein Eck, wo ich gerade noch nicht weiter soll. Oder einfach nicht verstehe, wie es hier weitergeht. Kann ja auch alles sein. Also wenn, dann müssten wir hier jetzt nochmal nach rechts orientieren, zu dem nächsten Schrein. Lup, da ist wieder einer. Ich hätte mir echt ein bisschen gewünscht, dass sie alle ein bisschen unterschiedliche Farben hätten. Und nicht so, ja, dass sie alle so schwarz sind. Das hätte irgendwie hier noch ein bisschen was gehabt, wenn die hier, keine Ahnung, so ein bisschen rot, gelb, grün, blau und so weiter gewesen wären. So eine richtig schöne bunte Mischung. Ach, die müssen wir jetzt wieder. Moment. Ich muss erst mal gucken, wo muss denn der hin? Wo soll der denn hin? Normalerweise stehen die doch immer an einem bestimmten Ort. Hier haben wir auf jeden Fall einen Teleporter gefunden. Muss der hier hoch? Das sind aber auch keine.
glaube nicht, dass das richtig ist. Lass mal das Objekt los. Kommt mal her. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal ein anderes Mal drum kümmern. Weil ich sehe gerade nicht, wo der hin muss. Die Statue. Aber jetzt kommen wir doch schon wieder zurück. Zu dem hier. Wir müssen irgendwie die Knospe hier aufbekommen. Da sind wir wieder. Mal gucken, ich glaube, ich war da hinten auch noch nicht. Vielleicht ist da noch irgendwo in dem Gebiet ja dann noch irgendwas. There are several worn fishing baskets here. A simple design but effective. Ah. Vielleicht hilft uns das weiter, wenn wir mal mit der Maske hier drauf schauen. Hat aber doch jetzt für das Areal hier erstmal keinen Unterschied gemacht, oder? Also ich kann natürlich nochmal probieren, die zwei Viecher da zu beschwören. Keine Idee. Keine Idee. Aber wir müssen irgendwie auch nochmal nach oben kommen. Also da gibt es noch Wege. Habe ich den nicht auch schon frei gemacht hier? Kann ich den nochmal looten? Da hinten ist aber auch noch was. Da gucken wir einer an. Die große Rottfütterung ist das hier. Eine verseuchte Kiste. Da haben wir schon lange keine mehr gesehen. 5 Feinde. Den habe ich gut erwischt. Da hat es mit dem Aiming mal hingehauen. Na also, wir haben so eine verseuchte Kiste. Ich glaube, da könnte jetzt auch wieder so ein Rot drin sein. Auf jeden Fall gibt es hier wieder so Sachen zum Aufladen. Und wir gucken mal. Ein Hut. Ist das ein Hut? Es ist ein Hut, ne? Natürlich. Taro. Da muss man doch auch hochkommen. Hä? Von außen? Muss man hier irgendwie noch ein paar von außen? Das Spiel ist halt, also es wirkt teilweise wie so eine Open World. Ist aber an gewissen Ecken tatsächlich relativ schlauchig. Das war wohl mal ein Postkasten. Den haben wir schon ausgeleert. Hier hängt noch was. Wow. Ihr habt doch auch schon seit einem Jahr nichts mehr zu fressen bekommen, so wie das aussieht, oder? Habt das Lady Energie auf und gibt ein bisschen Karma. So, jetzt sind wir ja wieder bei der Statue, wo ich ja schon mal war.
und nicht so recht weiß, wo die hin muss. Aber hier ging es doch auch. Moment mal. Ah ne, das ist gar keine Kiste. Ja, okay, da kommt man wohl runter irgendwann. Die schon runtergeschossen? Doch, ne? Genau, also hier kommt man wohl runter. So, wo muss denn die Statue hin? Also die kann schon unter Umständen ein bisschen weiter weg sein. Aber normalerweise ist es eigentlich dann irgendwo in der Nähe. Da ist auch noch so eine. Und dann bring die mal mit. Wir müssen. Ach, da oben. Da guck mal. Das sind hier drei Plätze. Wie die das hier rumschleppen. Das wäre Nummer 1. Dann gibt es drei von denen. Zwei habe ich ja schon gesehen. Die zweite ist da hinten gewesen. So. Komm mit. Der eine ist hier so ein bisschen der Kommandeur scheinbar. Er gibt Leuchtsignale für die anderen. Auf geht's, hier, komm. Das sind... Okay, das sind aber die gleichen Symbole, ne? Also weil ich hier so Eulensymbole sehe. Nicht, dass wir dann auch noch die Reihenfolge irgendwie verdrehen müssen. So, dann gucken wir mal, da müsste doch jetzt auch irgendwo dann noch ein drittes sein. Da. Haben wir sie schon gefunden? Kommen die nach, wenn ich so schnell bin? Ja, es haut hin. Ach, das war jetzt... Okay, das war rein kosmetisch? Ach, Moment mal, alles klar. Ich glaube, ich verstehe. Hier die zwei, das sind die Schreine, die wir noch aktivieren müssen. Das heißt, wir müssen die doch noch irgendwie hinbekommen. Ja, das wird jetzt ein Rätsel. Also gut, wir haben... Eigentlich jetzt, wenn ich hier nach links gucke, müsste was sein. So, da habe ich aber nie einen Weg gefunden, wie ich nach oben komme. Vielleicht muss ich tatsächlich hier dann doch noch irgendwo hoch. Und der Baum dahin interessiert mich da, wo der Stamm sich so ein bisschen öffnet. Okay, nee, alles klar. Das ist doch nichts, wo man mal was rausholen könnte. Ah, wie schön. Da steht so ein richtig schönes Tor hier in der Pampa. Komm ich dahinter? Und vor allem, wo ist hier hinten? Da ist doch auch schon wieder was zum Anschießen. Und ich komme hier nicht aus dem Wasser, oder? Da möchte ich auf jeden Fall hin. Weil da ist was. Und die Frage ist, wie komme ich da hin? Vielleicht kann ich hier hüpfen? Ja. Das ist ein Meditationsplatz, oder? Ja. Das gibt mir wieder extra Hitpoints.
sieht mir aber auch so aus, als wenn da noch. Moment mal. Was ist hier? Noch ein Rot. Jawohl. 24. Das sind aber schon viele, die man hier braucht. Die leuchten einfach nur. Das ist jetzt nicht, dass man die nochmal anschießen kann. Ich denke einfach nur mal, dass man halt weiß, dass hier was ist. Schön, dann haben wir ja doch nochmal wieder ein kleines Geheimnis auch gefunden. Da manchmal das Gefühl, ich laufe da hier viel zu schnell durch die Welt teilweise. Oh, hoppla, jetzt bin ich da wieder zurück. Genau, da wollte ich jetzt gar nicht mal so wirklich hin. Aber warum kann ich hier noch die Rot rufen? Wir können aber natürlich auch... Ach, das Warportal hat ja auch noch gar nicht offen. Oh, okay. Ich glaube, ich weiß, wofür wir die Rot brauchen. Okay, manchmal muss man einfach mal so ein bisschen sich umschauen. So, komm her, großer Wurm. Brauch mal deine mächtige Kraft. Flutsch, dankeschön. So, und das ist dann jetzt ein Stein, den wir irgendwo platzieren können, um wohl irgendwo hochzukommen. Aber wo? Ach, vielleicht um den Weg dann... Ah, in die andere Richtung zu... Wir gucken mal. Oder gibt es hier noch andere Sachen, die wir aktivieren könnten? Ich schau mal in die andere Richtung. Wir kamen ja sowieso von dem Action her. Ich würde sagen, hier geht's erstmal nicht weiter. Da oben ist noch eine verfluchte Kiste. Wie kommen wir da hin? Glaube ich weiß wie. Uiuiui. Nee, das hat nicht gereicht. Noch ein... Oder so ein Timing-Ding, oder? Ah, Moment mal. Okay, ich glaube, ich habe die Kante nicht richtig erwischt. Ich sehe hier gerade... Hier... Ah, das ist tatsächlich so ein Timing-Ding. Komm, da wollen wir jetzt noch hoch, schnell. Da möchte ich jetzt noch hoch. Na komm, na also. Okay, liebe Leute, dann würde ich an der Stelle mal einen Break machen. Wir steigen dann beim nächsten Mal hier wieder ein mit der verfluchten Kiste. Da wird es dann wieder einen Kampf geben, Loot geben. Wir wissen jetzt noch nicht, was da genau rausspringen wird. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's wieder weiter mit Kena, Bridge of Spirits. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.